Willkommen zurück bei Terraria 1.4. Wir sind gerade zu dritt in der Basis. Wahnsinn. Timo ist da, Johann ist da. Und in der letzten Folge, in den letzten beiden Folgen sogar, haben wir ein bisschen den Himmel erkundet und auch ein paar schwebende Inseln gefunden. Und heute steht was anderes auf dem Plan. Heute will ich mich auch mal wieder in die Erde begeben. Oder unter die Erde begeben. Und mal gucken, ob ich auch so ein paar Herzkristalle oder sowas ähnliches finden kann. Das wäre ganz fantastisch, wenn mir das gelingen würde. Und ich glaube, ich gehe nach rechts. Da war, glaube ich, noch keiner in der lustigen Höhle drin. Da werde ich mal gucken, ich will ein Herzkristall. Wir brauchen Herzkristalle, damit wir unser Leben ein bisschen erhöhen können. Denn im Moment sterben wir doch noch relativ oft an den Folgen von gegnerischen Angriffen. Das ist nicht gut. Da hilft mehr Leben. Genau. Vielleicht kriege ich auch einen Grashüpfer auf dem Weg. Das wäre auch nett. Wenn nicht, ist auch nicht dramatisch. So. Alex, warum dürfen wir die Skybridge nicht nach links bauen? Sonst kommen keine Meteoriten runter. Ah. Okay, aber ein bisschen Platz ist ja noch, ne? Ja, du kannst auch nach links noch bauen. Passt schon. Ist es eigentlich möglich, dass ein Meteorit auf einen drauf fällt? Nee. Das ist schade. Irgendwie war hier schon jemand. Naja, umso besser. Dann kann ich ja schon mal ganz weit runter und da weiter gucken. In welche Richtung bist du unterwegs, Alex? Ich bin irgendwo in den Osten gegangen. Ich vermute, dass Manu hier schon mal war. Ja, Timo und ich waren da irgendwie in der Umgebung. Ich habe aber auch schon gedacht, dass da irgendwie jemand gewesen sein muss, als ich da angekommen bin. Oha. Johann war schon überall. Ich? Nein. Ich setze 2 Gold Preisgeld aus für den, der als erstes einen Akalis findet. In dieser Welt. Alles klar. Aber die sind nur nah am, oder nicht so tief, ne? Sind in der Nähe des, der Oberfläche. Oh, Lost Connection. Was ist denn da los? Bei mir steht nicht, dass du gelieft hast. Ja, bist noch da, Mann. Haben wir schon genug Kupfer, um das geresearched zu haben? Sonst baue ich das nämlich hier mit ab und hole das. Warte mal kurz. Ja, ich hab's geresearched. Okay. Brauchst du nicht. Oh nein. Kein Sandwurm. Hä? Was ist los? Manu is already on this server. Okay, warte. So, kannst du jetzt wieder reinkommen. Geht es? Weiß ich noch nicht. Nein! Das sieht nicht gut aus. Also hier ist irgendwie nicht so... Wo baue ich mich denn jetzt lang? Sehr merkwürdig. Found Server. Ah, jetzt. Okay, sehr gut. Ah, du bist wieder da, Manu. Ja. Ein Restart required. Dann baue ich mich hier mal nach unten. Aber so richtig bin ich noch nicht wieder da. Ich kann nämlich nicht die Truhen anklicken. Hä? Na, jetzt müsste es eigentlich gehen. Mal gucken. Oh Gott, beinahe erschienen. Komischerweise kann ich die Piggybank anklicken. Aber nicht die Truhen? Aber nicht die Truhen. Hä? Das ist äußerst eigenartig. Stimmt irgendwas nicht. Die Traders. Ah, jetzt hat er irgendwas gemacht. Trader of the Die. Irgendein Erz, was ist das? Eisenerz, haben wir schon. Bäume nicht drum kümmern, sehr schön.
Ah, jetzt steht aber mir auch, the Die Trailer has arrived. Also es laggt ein wenig. Laggt ein bisschen, na gut, okay. Das merkt man auch krass. Der Lag ist real. Hoppala, das war ein bisschen doll. Ist hier nicht auch irgendwann mal wieder eine Höhle? Haben wir Gold denn jetzt schon genug? Ich glaube nicht. Gold müsste noch nicht gemacht werden. Okay. Gucken wir, ob das hier gerade Gold ist. Ich kann leider nicht gucken, wie viel Gold wir haben. Ich habe auf jeden Fall eine relativ große Ader gefunden gerade. Ganz praktisch, die baue ich mal ab. Huch! Vor allem hüpft da ein Schleim durch die Gegend. Oder Wurm, hau ab! Ich werde von einem Wurm belästigt. Wurde von einem Wurm belästigt. Dann nimm dir lieber mal einen Heiltrank. Du siehst ganz schön angeschlagen. Ach, da kommt schon wieder einer! Nugget. Hä? Oh Mist, das Wasser hier ist zu. Was ist das? Ist das Kupfer? Ja, okay. Na gut. Kupfer. Dann weiter going. Sag mal, hier sind aber auch viele von diesen blöden Würmern unterwegs. In der Corruption? Nee. Oh Mann! Tombcrawler. Frechheit. Oh, hallo. Huch. Manu, du bist nicht in diesem Grün. Ach, Entschuldigung. Nichts Neues, nichts Neues hier für mich. Mal so. Also, wo ist denn das Golderz? Aha. Nee, reicht noch nicht das Golderz. Schade. Eingecashed. Chicken Nugget. Witzig. Chicken Nugget. Oh nein. Was zum... Was ist denn das? Ein Salamander. Den gab's auch vorher schon. Den Salamander? Ich glaube ja. Ja, ich hab ihn gesehen. Was hast du geresearched? Ach, ein paar Sachen, die ich eingesammelt habe. Pilze. Marigolds. Sowas. Oh, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch. Komm her, Fisch. Fischi, Fischi, Fischi. Du bist mein Freund. Na, du willst ihn doch nur verarbeiten. Nö. Nee. Alright, ich will eigentlich. Ich glaube, ich versuche nochmal dahin zu gehen, wo ich eben war. Wie kriegen wir jetzt diese Pylonen-Dinge? Kaufen. Wann? Wo? Von also, wem? Wir müssen dafür sorgen, dass hier die Leute irgendwie happy sind und genug Leute happy sind und dann können wir so einen Pylon machen. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie wir rausfinden, in welches Biom die wollen.
Gott, also bis jetzt hat ja noch keiner gesagt, dass er in irgendwie ein anderes Biom will. Nee. Die finden es ja nur alle irgendwie besonders geil, wenn da nicht so viele andere Leute wohnen. Ja. Die stehen alle auf Social Distancing. Ja, voll clever. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das Pylon dann kriegen. Basic auch noch nicht. Wir sparen uns doch einfach dann. Bitte? Wir sparen uns doch einfach die 8 Gold zusammen und dann kriegen wir ein Pylon da rein, oder? Ja, aber wie wir ein funktionsfähiges kriegen, ist halt die Frage. Also wir haben so noch gar... Die funktionieren also nur, wenn in dem Biom NPCs wohnen und die auch happy sind. Okay. Dann kann man sich dahin teleportieren. Aber auch das werden wir noch hinkriegen. Da muss ich jetzt lang. Da, links. Da hier. So vielleicht. Wer hat denn schon Amethyst gefunden? Ich hab sie in die Truhe. Ich hab sie auch in die Truhe gepackt. Wie viel brauchen wir noch? Weiß ich. Fragst du was? Ja. Weil so. Research-mäßig, ein Entehaken wäre halt echt nicht so uncool. Aber die kann man doch mit allen Edelsteinen machen, oder? Ja, aber Amethyst ist ja der häufigste. Deswegen frage ich nach dem... Also, wenn wir einen anderen haben, natürlich auch gerne den. Also, ich habe noch gar keinen anderen gefunden. Ich habe ein paar Saphire noch gefunden. Ja, ich hatte auch schon Tapas und Ruby, glaube ich. Sehr schön. Aber war nur ein Bruchteil irgendwie von einem Entehaken. Genau. Schade. Kommt bestimmt noch. Ja. Jetzt, soll ich mal. Warte, hab ich da noch was? Oh, was hast du hier? E-Mail-Adresse. Cool! Das. Kannst du markieren, wenn du willst. Seht ihr das? Irgendwie Fackeln drumrum bauen oder so. Achso, ich dachte irgendwie, dass diese komische Option. Achso, nee, nur, dass wir den wiederfinden, falls wir da was craften wollen. Mhm. Wir wollen ja bestimmt auch irgendwann bald mal Bosse in Angriff nehmen. Vielleicht, wer weiß. Eigentlich würde ich gerne vorher ein paar Herzen haben, aber... Ja, ich auch. Wir sind ja noch nicht so sehr damit gesegnet. Ach, das war ein Spinnweben. Ich habe mich gerade hier erschrocken. Oh, ich glaube... Ich hab 1000 Feinde verbraten, Alex. Du hast... Echt? Ja, die sind alle... Cool, ich habe noch 145. Achso, hast du die. Oh, hast du die gar nicht geresearched vorher? Ja, das war ein bisschen blöd, ne? Leute. Eieiei. Sehr gute Nachricht. Ich kann Smaragde researchen. Nice! Enterhaken für alle! Genau, warte, ich mach das schnell. Ja! Sehr cool, so. Danke Johann. Ja, ich leg die mal bei in die Kisten dann rein. So. Smaragde, wo seid ihr? Wie viel braucht man denn für einen? So, jetzt ist natürlich die Frage, wo sind hier die Fallen? Oh. Warum steht da ein Jellyfish auf dem Kopf? Naja. Eine Wormhole Potion. Nice! Das ist natürlich auch praktisch da. Oh, was bist du denn? Oh, da ist noch mehr Tanzen. Ich hoffe, gute Geräusche. Klingt irgendwie nicht so gut. Oh, ein Anvil. Okay, 30. Brauche ich 60. Oh krass, ich habe hier einen Schneesturm erwischt. Oh! Was? Ich würde mich ja zu dir teleportieren, Timo, aber wir sind noch nicht so weit, leider. Noch nicht sicher, ob es wirklich ein Schneesturm ist. Es ist ein bisschen, es schneit zumindest. Dark. Nein, wie dumm. So. Jetzt ist da Wasser hingelaufen, wo die. wo ich die Markierung machen wollte, naja. So. Okay. In jeder eurer Truhen ist jetzt ein. Enterhaken. Achso, hast du das nicht in die Ausrüstungstruhe getan?
Ich hab's in eure gleich gepackt. Okay, danke. Ja. Das ist auch gut, das ist nett. Ja, jo. Au! Brauch mehr Wormhole Potions, gib mir Wormhole Potions. Mist. Hier ist noch etwas Gold. Oh Leute, ja. Es ist Zeit für ein kleines Päuschen mal wieder. Okay. Ich baue jetzt hier noch das Gold ab und eigentlich würde ich hier gerne bleiben für die nächste Folge vielleicht sogar noch. Es sei denn, jemand überzeugt mich offscreen, dass ich woanders die Kamera hinschwenken soll. Da rede ich nochmal mit den anderen drüber. Und ansonsten sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.